In diesem Video werde ich mir zum ersten Mal ever die Haare verlängern lassen und euch eine Woche lang mitnehmen, um am Ende die Frage zu beantworten: Lohnen sich Haare für 1000 Euro? Buongiorno! Es ist Mäuse. Heute geht's ab. Nee, wie fängt man so weit an? Weiß ich doch nicht, ja? Das ist falsch. Das ist nicht korrekt. Ihr Süßen, ich hatte euch angekündigt, dass ich etwas vorhabe mit meinen Haaren und euch da auf jeden Fall mitnehmen möchte. Es ist soweit, morgen geht's ab. Was hier abgeht, das erkläre ich euch jetzt natürlich. Ich muss aber erstmal reinkommen in den Bums, weil sowas wie ein Vlog, das habe ich ja seit 5 Jahren nicht gemacht. Also habe ich schon mal gemacht. Wusstet ihr das eigentlich? Ich glaube, die meisten von euch sind durch Trash-TV-Reactions auf meinen Kanal gekommen. Hallo. Und deswegen wisst ihr vielleicht gar nicht, dass ich eigentlich Friseurmeisterin bin. Oh ne, hör jetzt auf. Deswegen habe ich ein bisschen Ahnung von der Thematik. Naja, ich habe halt nichts über Extensions gelernt, beziehungsweise doch. Ich habe damals meinen Meister in Österreich gemacht und da musstest du so einen Teil machen. Also du musstest quasi noch einen Perückenmacher dazu machen. Also ich kann eine Perücke knüpfen. Ich weiß ein bisschen was darüber, aber ich hatte jetzt noch nie Extensions oder wie oder was. Oh, die Arme. Warum mache ich das? Das wissen wahrscheinlich auch die wenigsten. Halt die, die schon länger dabei sind als die Trash-TV-Reactions. Ich habe sehr feine Haare. Und die sind wirklich so fein. Naja, ihr sagt halt immer, so fein sind die nicht, aber die sind sehr fein. Und das Problem ist, es wird halt auch immer weniger. Vor allen Dingen hier reden wir aber auch gleich nochmal drüber. Und ich lasse die mir jetzt seit 10 Jahren lang wachsen und das ist halt alles. Wisst ihr, wie ich meine? Vorher brechen die ab, ich muss die schneiden, bla bla bla. Also der Teufelskreis ist da, sag ich mal so. Und ja, jetzt bin ich in einem Alter, wo ich mir denke, come on, du machst es einfach mal. Ich will es halt einfach mal einmal gemacht haben in meinem Leben. Verstehe ich nicht. Ich will wissen, wie das ist, wie sich das anfühlt, ob das funktioniert mit meinen Haaren. Wie gesagt, meine Haare sind sehr fein. Es ist, glaube ich, ein bisschen schwer, die irgendwie auch so gut zu kaschieren und so. Weil vor allen Dingen hier sind sie halt sehr fein. Hier oben, da habe ich halt wirklich sehr wenig, ne? Sehr wenig. Und sie werden auch immer weniger hier. Man sagt, Leute, die nichts auf dem Kopf haben, haben auch nichts im Kopf. Ach, keine Ahnung, wisst ihr, ich kann auch so leben. Ich sage mir immer, es sind nur Haare und das stimmt auch. Und wenn ihr selber noch dünnere Haare habt, dann ist es absolut kein Problem. Lasst euch da von niemandem irgendwas einreden. Auch nicht von mir, weil ich jetzt mir Extensions machen lasse. Nee. Völliger Quatsch, Leute. Völliger Quatsch. Ist so. Aber ich weiß, dass ihr das wisst. Und ich weiß, dass ihr auch wisst, dass keine Frau lange Haare braucht, um eine Frau zu sein oder so eine Scheiße, ja? Also absoluter Quatsch. Du bist gut, so wie du bist. So, also das ist jetzt auf jeden Fall der Ist-Zustand. Die werden die auch auf jeden Fall schneiden, denn die werden dann so eingeklebt. Ich weiß gar nicht, was die machen. Ob die tapen, also ob das so Tapes sind oder ob das mit Ultraschalltechnik. Ich habe keine Ahnung. Das sehen wir morgen. Ich nehme euch ja mit, wie gesagt. Ja, ich freue mich. Aber normalerweise werden die dann reingearbeitet und dann eingeschnitten. Das heißt, es wird auf jeden Fall was von meiner Haarlänge abkommen, ne? Und man schneidet das dann halt nicht normal, wie man Haare schneidet, so, sondern... Was ist das? Eher so, dass es halt an die Extensions angepasst ist. Und ich bin einfach komplett gespannt, was das dann letztendlich für einen Schnitt ergibt, wenn die Extensions wieder raus sind. Ja, da bin ich auch gespannt, ob die meckern werden, weil meine Haare, die sind schon kaputt, kann man sagen, ne? Obwohl ich die echt regelmäßig schneide. Aber das meine ich halt mit diesem Teufelskreis. Die gehen auf eine Länge und dann splissen die nur noch, obwohl ich die alle 2 Monate nachschneiden lasse. Es ist ein Fest, kann man so sagen. Ein wirkliches Fest. Ansonsten ist das meine Naturhaarfarbe. Ich weiß auch nicht, ob wir die tönen müssen, färben müssen, was wir machen. Ob wir sie vielleicht ein bisschen heller machen oder so. Ob ich das eigentlich mag, das Dunkle. Ja, bin ich gespannt wie ein Flitzebogen. So, ich glaube, jetzt habe ich genug erzählt zum Status Quo. Ihr wisst, sonst gehe ich ja zu Jessie. Reiß die Hütte ab, reiß die Hütte ab. Normal ist das hier nicht. Aber die macht keine Extensions. Deswegen gehe ich jetzt einmal fremd. Eine Sache noch. Ich kriege super viele Fragen, ob ich noch Gerstengras nehme. Dazu habe ich mal ein Video gemacht, falls ihr das nicht kennt. Verlinke ich euch gern, weil das schon geholfen hat mit Haarwachstum, finde ich auf jeden Fall. Also mir zumindest. Wo ist denn meine Geheimratsecke? Ich finde die gar nicht mehr. Was ist denn da los? Ich nehme das aber nicht mehr, seitdem ich dieses Video damals veröffentlicht habe, weil ich bin ein volles Schwein. Und ich habe ja damals noch auf Bali gelebt und das Gerstengras war dann leer. Und das war es dann halt einfach, ne? Ach so. Ja, okay. Ich mache jetzt einen Cut und wir sehen uns morgen, wenn es heißt Extensions für mich. Ach man, jetzt wollte ich noch was Lustiges sagen, aber ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, lass die Emotionen raus, aber halt's Maul. Wie sieht das denn hier schon wieder aus? Bin ich jetzt ganz drauf? Die Kamera tut so, als wäre ich 3 Meter groß. Das ist brutal provokant. Ey, aber ganz kurz, ich mache gerade Bett fertig für morgen.
Für morgen. Ich mache mich bettfertig fürs Bett. Ich lasse mich hier nicht für dumm verkaufen, nein. Und habe mir gerade eine Sache gedacht, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Was ist, wenn meine Haare zu dünn sind und man gar keine Extensions machen kann? Ich habe nicht denen gesagt, wie dünn meine Haare sind. Wisst ihr, wie ich meine? Und im Endeffekt, man muss es ja auch alles irgendwie verdecken können. Und das ist jetzt wirklich die große Frage. Gehen wir schneller. Das wäre schon mies, wenn die morgen sagen. Nee. Du nicht. Schlimmstes Szenario. Egal, darüber mache ich mir jetzt keine Gedanken. Naja. Sehen wir morgen. Yo, ich bin angekommen. Ich bin eigentlich sogar noch pünktlich. Ja, Momentchen, das Stativ und so habe ich natürlich noch nicht hier ausgepackt. Weil, bin ich ein Amateur? Absolut. Kommt jetzt ein Film oder was? Oh, jetzt ist genau 11. Ich wollte nur noch ganz kurz was loswerden. Aber was, das habe ich vergessen. Meine Haare sind jetzt nicht gewaschen. Ich habe eben die Essie, also, you know, my best friend, die auch Friseurin ist, Friseurmeisterin, im Park getroffen und meinte so, ja, ich gehe gleich noch duschen, wasch mir die Haare. Sie so, nein, wasch die Haare nicht. Das ist das ehrlichste Produkt, was du mitbringen kannst zum Friseur. Den Spruch hat sie, glaube ich, aus der Brigitte geklaut. Gute Frau, ja, gute Frau. Aber eigentlich hat sie recht, die sind auch gestern gewaschen, nur meine Haare fetten halt so schnell und ich habe sowieso echt Angst, Leute, dass es mit den Extensions dann super scheiße wird, weil das wird natürlich jetzt ein ganz anderer Aufwand, die zu waschen etc. Sehr gut. Aber Mimi? Was? Hatte mir erzählt, die hat ja auch Extensions, dass die eigentlich weniger fetten. Keine Ahnung. Irgendwie macht Sinn, irgendwie denke ich mir auch, als ob. Die fetten bestimmt jetzt noch schneller. Egal, ich gehe jetzt los, weil ich hasse es, zu spät zu kommen. Ich sag mal so, ist auf jeden Fall ein geiles Wetter, um sich die Haare schick zu machen. Aachener, wie sie leibt und lebt. Seid ihr gerne auf der Aachener? Ich rede von der Aachener Straße, Köln. Ja, doch. Achtung, Achtung. Tada. Hier rein geht's. Guckt mal, die Bude ist noch leer. Ich glaube, bislang bin ich die Einzige oder es gibt noch Secret-Räume. Weil ich höre, wie da hinten wild Alufolien rascheln. Kriege ich einen Haferkaffee? Einen Haferkaffee. Mann, Leute, merkt ihr, wie aufgeregt ich bin? Milch mit Haferkaffee, genau. Mann! Jetzt gleich los, Junge, mir schlottern die Knie. Geil, das erinnert mich an den Spruch, Nobody is perfect, mein Name ist Nobody. Kennt ihr den? Habe ich früher immer gebracht. Ja, mit wem redest du hier? So, ihr kleinen Schweinebäckchen, Mutti hat sich eingerichtet. Meine Friseurin heißt Jessie. Und wie krass ist dieser Zufall? Und sie war schon in einem Reality-TV-Format. Und ich sag mal eins, Perfect Match. Merkt ihr eins, es gibt im Leben keine Zufälle. Ja, wir haben jetzt besprochen, was wir machen. Ich erkläre euch das ganz kurz. Wir bleiben mit der Farbe, also das ist ja mein Naturton. Das soll so ein bisschen so bleiben. Hier machen wir ein Root irgendwas. Ist peinlich, dass ich das nicht weiß, ne? Aber irgendwas mit Roots. Dass es hier so ein bisschen dunkler wird und dann hier heller. Das wird aber getönt mit einer sauren Tönung. Das heißt, es ist auswaschbar. Bei Blondierung und so. Das kannst du vergessen bei meinen Haaren. Die sind so porös und so. Aber sie sind ja schon Natur, wisst ihr? Das ist einfach so. Muss man dann einfach auch hinnehmen. Und Jessie hat jetzt nichts gesagt von wegen, dass sie zu dünn sind, dass man sie nicht verblenden kann. Da freue ich mich natürlich. Einfach mega. 10/10. Ich stelle sie euch auf jeden Fall gleich vor. Schaut mal, Jessie, ich habe schon gesagt, es ist ein Perfect Match, weil du im Reality-TV warst, ich auf sowas reagiere und meine eigentliche Friseurin Jessie heißt. Super. Ich freue mich total. Tolle Beratung bekommen, schon alles. Sehr gut. Es ist ein guter Frame hier auch, ne? Passen beide sehr gut rein. Tada. So, und jetzt kriege ich die Extensions zu Gesicht. Ich finde, gerade sehen sie halt gleich aus, als wäre es alles dasselbe, aber es sind drei verschiedene Farben. So, ich bin eingepackt. Es geht jetzt los. Erstmal mit dem Mood Shadowing und dann kommen die Extensions. Wir lassen die übrigens jetzt erstmal ein bisschen länger, weil wenn ich sie jetzt sofort irgendwie auf so schneide, das ist voll die Verschwendung erstens von den Haaren und zweitens, du setzt sie auch immer wieder nach hoch und sie immer wieder neu einschneiden, so, das ist blöd. Also heute werden sie erstmal länger sein. Gespannt wie ein Flitzebogen, Leute, ihr könnt es nicht glauben. Ich habe mich noch nie mit langen Haaren gesehen, außer wenn ich mir mal welche reingeklippt habe für Karneval. Oh Gott. Das wird wild. Übrigens der Mo und der macht das 1A. 1A. Toller Typ. So. Mo aka Alfonso hat jetzt hier Root Shadowing, heißt es, glaube ich. Mann, das ist jetzt auf jeden Fall drauf gearbeitet. Wirkt jetzt ein der Bums, 20 Minuten.
So, jetzt bin ich bei der lieben Jasmin, ne? Und die wäscht mir jetzt die Tönung wieder raus. Und dann machen wir, glaube ich, noch eine Pflege, ne? Ja. Und dann geht's weiter, ne? Genau. Super, habe ich gut zugehört. Hast du gut drauf. Beste Unterhaltung haben wir auch. Geil, Reality Show. Ist natürlich schön. Sowas fühlt sich natürlich sehr gut an. Die Pflege ist jetzt drauf und die bleibt jetzt 10 Minuten. Guck mal, das ist jetzt gerade eingezogen. 26 Motto, Stößchen aufs Döschen. Geil. Fabulous. Sind jetzt kurz draußen. Komm mal her, Jessie. Komm mal ran auf Milli. Also wir hatten hier jetzt schon die Roots gemacht. Genau. Ihr seht, die sind ein bisschen dunkler. Der Prozess läuft noch. Genau. Und dann kommen gleich die Extensions rein. Genau. Super. So, wir haben die jetzt geglättet. Jetzt sieht man auch, finde ich, noch ein bisschen besser den Farbverlauf. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, so als ungeübte Augen. Ansonsten geht nichts. Aber ich sehe das eigentlich ganz gut. Dieser schöne Übergang. So, es geht los. Die ersten werden reingeklebt. Ihr seht ja gar nichts, ist ja blöd. Ja, von hinten ein bisschen schwierig. Ja, aber meinst du, man sieht es gleich von der Seite? Ein bisschen ja, schon, ne? Fukuhila da. Nehme ich. Oder? Nehme ich. So lassen, ne? Und hier war der Mo so lieb, das einfach mal mitzufilmen, wie dieser Prozess jetzt aussieht, wenn du die Extensions rein tapest. Also sie werden ja geklebt. Ihr seht, Jessie nimmt eine ganz dünne Abteilung. Dann kommt eine Extension unter diese Abteilung und wird festgeklebt. Und danach kommt eine weitere da drauf. Also es ist wie ein Sandwich, erklärt Jessie da auch gerade. Genau, und so ist es dann am ganzen Kopf. Ich finde es geil bei diesen Tapes, dass das so schnell geht und man nicht so stundenlang da sitzt wie Ultraschalltechnik das oder so. Das erste Mal einsetzen mit dem Tape finde ich mega flott. Aber wie gesagt, hat man Ich sag mal so, who is she? Anderer Mensch, ist aber noch nicht fertig. Wir machen gleich weiter und dann kommt ja auch noch der Schnitt rein. Ich kann jetzt schon mal sagen, man fühlt richtig das Gewicht. Das bin ich ja gar nicht gewohnt. Ich filme jetzt die ganze Zeit mit dem Handy. Ich hoffe, es ist kein Fehler gewesen, ey, später. No rest, no fun, es tut mir leid. So, wir schneiden uns die jetzt noch zurecht, weil so können sie natürlich nicht bleiben. Also am besten bleibe ich da gerade für, ne? Ich leg mal das Handy weg. Ja. Party People, das ist jetzt geschnitten. Man sieht meine Haare überhaupt nicht, weil die halt so fein sind. Das ist ganz geil. Die blenden jetzt mega gut rein. Und wir machen jetzt noch ein bisschen Wellen rein. Hey Leute, seid ihr ready? Hier geht's jetzt ab. Baba boom, bada bene bam. Fertig. Danke, Jessie. Richtig geil. Das ist jetzt das Endergebnis, Leute. Schminke sieht langsam aus. Aber ich habe mich heute nicht gut geschminkt, das ist leider das Problem. Aber, Armin, klebst eine andere Person. Ich fühle mich wie ein Superstar. Wow. Ich bin jetzt zu Hause, ignoriert das Setup. Ich werde gleich das Wiedersehen von Aya Sovan drehen. Aber ich wollte es euch nochmal so zeigen. Ja. Ich werde jetzt mal gucken, weil ich will ja auch ein bisschen, dass ihr so seht, wie ist das mit so Haaren? Ey, das Licht ist so schlecht, ich hasse das, ne? Besser? Ich will ja, dass ihr seht, wie ist das so mit so Haaren? Also ich werde das natürlich jetzt mal für euch testen. Auch das war schon das Style Pipapo, das habe ich jetzt alles gar nicht gemacht. Weil sonst wäre ja langweilig. Es soll ja auch irgendwie ein kleines Experiment sein. Eine Sache ist mir schon aufgefallen, mir ist auf jeden Fall sehr warm. Also mein Kopf ist warm. Ich kenne das ja nicht. Das ist für mich ein ganz neues Lebensgefühl. Ist schon schön. Good morning. Boah, ich bin gerade eben erst aufgestanden, sitze jetzt am Aya Sovan Video, das Wiedersehen. Da sage ich euch mal was, ich habe mir eigentlich fest vorgenommen im Urlaub, dass das so nicht mehr läuft und dass ich quasi mich an erster Stelle stelle, also mich, meine Gesundheit, Mental Health, dann Freunde und Familie und dann Arbeit, weil die letzten 3 Jahre war es Arbeit und dann kam ganz lange nichts. Das ist traurig. Jetzt ziehe ich aber trotzdem schon, weil ich habe es euch versprochen, müsste ich mir halt auch immer dieselben Fehler, kann man so sagen. Dann bist du dumm, aber dann ist deine Sache. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das heute alles schaffen soll. Es wird auf jeden Fall ein stressiger Samstag, denn das ist auch so ein Problem. Ich hatte schon übelst lange kein Wochenende mehr. Es ist einfach immer alles gleich. Jeder Tag. Der absolute Horror. Aber da können wir gerne aber anders mal drüber reden. Mental Health und so. Weil ich auch im Urlaub und schon davor gemerkt habe, ich hatte schon so ein paar Anzeichen, wo ich eigentlich hätte mal so ein bisschen auf die Bremse treten sollen. Habe ich aber nicht, weil ich bin so ein Mensch. Ich ignoriere das dann einfach weg und
Ja, ich weiß es auch nicht. Viel darüber nachgedacht im Urlaub. Aber wie gesagt, wenn ihr da mal drüber reden wollt, können wir es gerne machen. So, jetzt geht's aber hier wieder um die Haare, weil dafür habt ihr eingeschaltet. Wäre jetzt gelogen, wenn ich Nein sagen würde. Ich habe jetzt meine erste Nacht mit den Haaren verbracht und habe mich natürlich vorher so gefragt, wie ist das? Wie ist das, darauf zu pennen? Ist das komisch? Also, man spürt es auf jeden Fall ein bisschen, aber es war trotzdem nicht komisch. Es hat auch nicht wehgetan oder so. Und habe sehr gut geschlafen. Ich habe mir einen Zopf gemacht, einfach so geflochten bis hier unten. Und ja, jetzt habe ich sie eben aufgemacht. Eigentlich sind meine Haare ja unnormal fettig immer, ne? Also ich wasche die, sagen wir mal, gestern habe ich sie gewaschen, dann sind sie heute wieder komplett fettig. Ich sehe, mein Pony ist ein bisschen strähnig, aber sonst ist es eigentlich ganz geil. Ich habe das ja wirklich nie, dass die mal nicht fertig sind. Und ich finde jetzt auch nicht, dass die schwer sind oder so. Also das wollte ich nämlich auch noch sagen. Das habe ich mir nämlich so vorher vorgestellt, dass die total schwer sind und an meinen eigenen Haaren so doll ziehen, wisst ihr? Aber naja, also man spürt das Gewicht schon. Aber es ist jetzt nicht, dass es super schwer ist. Kann man damit was anfangen? Ich hoffe. Fondue au fond. Ich glaube, das nächste, was wir dann machen werden, ist die Haare zusammen waschen und stylen. Denn da bin ich gespannt wie ein Flitzebogen. Gespannt wie ein Flitzebogen. Ich bin es ja überhaupt nicht gewohnt, dass sowas Zeit in Anspruch nimmt. Ne? Ich war stets zack, boom. Ich kann duschen 5 Minuten, ist kein Problem. Waschen und ein Pipapo für 3 Minuten. Ich habe ja den Dyson, der ist ey, wie so eine Turbine über dem Flugzeug. Aber jetzt habe ich ja hier eine ganze Menge andere Haare, die ich noch dazu verpflegen muss. Oh mein Gott, ich habe euch da jetzt so hingebaut. Ich hoffe, das hält. Sonntag ist es. Gestern hatte ich euch ein kurzes Update gegeben, als ich das Eis-Video geschnitten habe. Ich weiß nicht mal, was ich da gesagt habe. Ist auch egal, wir leben im Hier und Jetzt. Auf das heutige Glas! Ich würde sie mir am liebsten abreißen. Einfach so. Sie strapazieren schon hart meine Nerven, leider, muss ich sagen. Also ich habe sie jetzt auch noch gar nicht gewaschen. Ich finde, das geht, weil meine Haare sind ja sonst wirklich sehr, sehr fettig. Klar sind die jetzt fettig, ne? Aber man kann rausgehen. Aber es gibt 2 Sachen, die mich stören. Die erste ist das Gewicht. Ne, es gibt 3. Das Gewicht. Und es ist doch schwer. Und ich kann sie halt nicht irgendwie hochmachen oder so. Also ich müsste sie dann so und dann hier festmachen. Aber dadurch, dass die schon ab hier geklippt sind, ist es halt, dann hängen die so an meinen 3 Haaren. Und das ist so schwer. Es tut total weh. Und so zieht die Masse einfach nur runter. Dann habe ich ein paar Stellen, wo es wirklich juckt. Und noch eine Sache stört mich. Warte. Okay, schließ deine Augen, Bro. Und fang erstmal ganz langsam an, ganz tief ein- und auszuatmen. Ach so, es ist jetzt schon ein paar Leuten aufgefallen, die ich getroffen habe, dass man die sieht. Wo ich mir denke, das ist doch nicht zum Fick der Sinn. Also das Problem ist halt einfach, dass meine Haare hier oben so dünn sind. Scheiße, Leute, ich bereue es. Und eigentlich müsste ich jetzt ja noch so 8 Wochen drin haben. Ich warte jetzt einfach mal ab, dass die ein bisschen rauswachsen und dass es dann nicht so zieht, weil an manchen Haaren zieht das einfach so unnormal. Komm her, stell dich kurz, komm her. Aber ja, ich versuche natürlich nicht dran zu kratzen, die ganze Sache zu ignorieren. Aber, also ein Spaß ist es irgendwie nicht. Ich habe mir das irgendwie auch schon gedacht. Ich habe mir schon gedacht, dass die Bondings, oder wie das heißt, dass die zu schwer sind für meine 3 Haare, ne? Aber ganz ehrlich, ich wollte die Erfahrung ja unbedingt mal machen und wir sind jetzt in Tag 3. Vielleicht wird es ja auch alles noch besser. Ich bin ja auch ein bisschen sensibel, ich bin ein bisschen filmschick. Ist halt einfach so. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich glaube, morgen werden wir sie mal waschen. Ey, aber ich will noch ganz kurz was ergänzen. Jessie, die mir die Haare gemacht hat, die meinte auch, wenn irgendwas ist, blablabla, ich soll einfach Bescheid sagen. Und vorbeikommen und das ist alles gar kein Problem, ne? Also ist halt einfach manchmal so. Ich kenne das ja selber als Friseurin, dass wenn du was komplett Neues machst, dass manche Dinge dann noch ein bisschen justiert werden müssen, weil es ist halt was Neues, ne? Genau. Das war mir noch wichtig, euch zu sagen. Ich sehe aus, ne? Aber ich sag euch mal was, das ist meine Realität. So laufe ich rum, jeden Tag. Ehrlich? Safe. Mäuse. Ich war jetzt duschen. Ich habe mir die Haare gewaschen. Wie war es? Anstrengend, würde ich behaupten. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wie wäscht man den Bums, ne? Und habe mir ein paar YouTube-Videos angeguckt. Man wäscht es halt einfach normal. Man darf nicht über Kopf waschen oder sonst was, aber man wäscht sich halt die Haare, wie man sich die Haare so wäscht. Aber es war irgendwie trotzdem super strange. Also es war super strange, da überall ranzukommen. Ich habe es jetzt aber geschafft, das Ausspülen. Da habe ich echt geguckt, dass ich das alles irgendwie so abteile. Weil ich hatte Angst, dass da irgendwo nur Reste bleiben, ne? Ja, schon. Und Condition dann auch erst so ab hier reingemacht. Soll man aufpassen wegen den Bondings. Wegen den Bondings? Heißt es Bondings? Wegen den Klebe.
Dingern. So, und jetzt werden wir den Bums mal trocken föhnen und ich werde auch mal die Zeit stoppen, wie lange das dauert. Aber warte, jetzt werde ich erstmal die Haare hier befreien von meinem Mikrofaserhandtuch. Oh, sie sind aber schon gut vorgetrocknet. Sehr gut gemacht, Baby. Was die mir auch gesagt hatten, war, dass wenn man die Haare, also wenn man die jetzt Luft trocknen lassen möchte, muss man auf jeden Fall die Tapes alle trocken föhnen. Genau. Das ist irgendwie besser. Dein Scheiß Ernst, Bruder? Nee. Ich glaube, es ist irgendwie besser, wenn ich mir die erstmal so ein bisschen abteile. Und die dann so stufenweise mal kämme, wisst ihr? Naja, immer von oben nach unten, ne? Das wisst ihr. Also von unten nach oben, ich mache wieder nur Spaß. Aber ich habe es gerade selber falsch gemacht. Ich habe mich übrigens hier aufs Sofa gesetzt, weil mir das zu anstrengend war, das im stehenden Badezimmer zu machen. Alter, wer bin ich? Ich bin wirklich die faulste Sau der Welt. Wenn ich meine Haare föhne, also meine drei, ich habe den Dyson, das dauert 3 Minuten, sind die trocken, ne? Keine Minute länger stehe ich da. Und ich habe mir jetzt schon gedacht, das wird hier bestimmt ein kleiner Akt. Deswegen setze ich mich. Ich frage mich, ob das alles so richtig ist, was ich hier mache. Also ich meine, was kann man da groß falsch machen? Aber irgendwie weiß ich doch auch nicht. Aber klingt ja traurig. So, auf eine Abteilung haben wir jetzt auch keinen Bock. Jetzt wird der letzte Bums in einem Rutsch hier gekämmt. Ich habe letztens übrigens bei Anna in der Story gesehen, Anna, Are You The One. Die hatte auch sich so ihre Extensions gekämmt. Und auf einmal, sie schreit so, ah! Und ich denke, was ist los, ne? Und dann nimmt sie so eine Extension, also sie hatte dann so eine Extension in der Hand und guckt so und zeigt die so in die Kamera und da waren einfach alle Haarwurzeln dran, Junge, ey, wie weh das tun muss. Boah, hammerhart. Wünsche ich so niemandem. Ich frag mich auch, wie soll das passieren, aber ich glaube halt einfach, dass man dann so wild campt und daran rumreißt. Wo ist eigentlich die Sonja? Sonny? Ich glaube, ich habe die ausgesperrt, das geht nicht. Habe ich nicht. Sie liegt da wie ein kleines dickes Mäuschen auf dem Boden. Hey, ich liebe das einfach. Ich glaube wirklich, dass meine eigenen Haare am verfilzen sind. Ach so, vielleicht noch zu Shampoo und Conditioner zu sagen, dass sie was braucht, das alkoholfrei und ölfrei ist, weil sich sonst die Tapes auflösen könnten. Alter, wie lange soll ich die Scheiße noch kennen? Wir sind bei 7 Minuten 45, Junge. Boah. Ey, meine Nerven. Aber ich finde jetzt zum Beispiel, auch wenn ich sie kämme, nicht, dass das groß zieht oder so. Also es ist schon okay. Aber als ich sie eben gewaschen habe, ne, und das Wasser dann, also die Haare sich vollgesogen haben mit Wasser, das war so schwer. Mein Kopf so. Jo. Halt mir jetzt. Zu meinem Glück habe ich ja den Dyson, ne? Genau, dann habe ich meiner Mutter abgezogen. Die hat, glaube ich, auch den Airwrap. Und beides braucht die ja wohl nicht. Das ist für mich ein Red Flag. Beim Airwrap will ich die auch unbedingt mal stylen, weil ich glaube, das ist ganz geil. So, und jetzt, da stelle ich aber den Make-up. Das will ich aber mal wissen. Hier, Cam hat 10 Minuten gedauert. Jetzt kommt die Föhn-Geschichte. Ist wahrscheinlich auch sinnvoller, den ganzen Bums erstmal wieder abzuteilen. Es gibt beim Dyson so einen Trick, das könnte ich noch nie ausprobieren, wenn meine Haare ja nicht lang genug waren. Aber wenn ihr den da reintut, die Haare, und die dann so föhnt, dann werden die ganz glatt. Ich probiere mal. Habe ich jetzt keinen Bock drauf, aber ich glaube, es funktioniert. Diese Frau. Die sind nicht trocken. Aber fast. Das fühlt sich gut an. Weich. Ich habe irgendwie das Gefühl, sie sind trocken. Kann man das glauben? Naja. Na doch. Kleine letzte Runde. Ich hasse es, wenn sie mich so auf die Folter spannt. Ich würde sagen, sie sind jetzt trocken. Ich gucke mal die Tapes, weil die sind ja am wichtigsten. Doch, sind sie trocken an. Gut, dann kann ich jetzt auch die Zeit stoppen. 15 Minuten 22.
Das sind für mich 15 Minuten zu lange. Spaß. Nee, aber es ist schon anstrengend. Wir haben ein weiteres Baby bekommen. Es ist anstrengend. Und ich glaube, wenn man den Dyson nicht hat, dann kannst du locker nochmal 20 Minuten draufrechnen. Also kann ich mir auch vorstellen, dass du da eine Stunde rumfilmst. Und jetzt glätte ich den Bums, ne? Langsam kriege ich einen Schweißausbruch. Ich stoppe jetzt auch mal die Zeit. Dann weiß ich insgesamt, wie lange ich brauche für dieses Styling. Ich habe jetzt keinen Spiegel, deswegen muss ich jetzt hier gucken. Okay. Ich stütze ein bisschen, dass ich jetzt meine Haare auf 200 Grad glätte. Das würde mir sonst im Traum nicht einfallen. Aber ich glaube, sonst kriege ich die anderen nicht glatt. Das ist einfach nicht fair. Ja. Ich glaube, ich bin zufrieden. Ich sag's ehrlich, ich bin einfach nur froh, dass der Wumms jetzt vorbei ist. Ja, ich bin jetzt für 20 Minuten, also ich habe mich echt ein bisschen angestellt, ne? 20 Minuten fürs Föhnen und Glätten. Ist okay, ne? Ist okay. Aber dann haben wir das auch geschafft. Meine Güte, war das anstrengend. Ach, fick mein Leben. So, ihr Engels, wir kommen jetzt mal zum Fazit. Ich habe das ganze Video mir natürlich schon ein bisschen angesehen und so. Und eine Sache ist mir sehr stark aufgefallen, der Ton ist unfassbar schlecht. Deswegen habe ich jetzt nochmal meine andere Kamera ausgepackt und ein externes Mikro. Und kann euch jetzt hoffentlich zumindest hier im Fazit nochmal einen guten Ton bieten. Entschuldigt bitte. Also das soll in Zukunft dann auch nicht mehr vorkommen, weil ich hasse sowas. Bitte. Aber ich entlasse euch hier nicht ohne ein Fazit und ohne die Beantwortung der Frage, lohnen sich 1000 Euro Haare oder halt eben nicht. Oh, ich bin sehr gespannt. Du? Grundsätzlich ist erstmal zu sagen, dass man pauschal diese Frage gar nicht so richtig beantworten kann, denn das sind natürlich viele Faktoren, die da reinspielen. Es sind erstmal persönliche Präferenzen, wie viel Kohle hat man überhaupt die Muße für sowas Geld auszugeben etc. pp. Ich mache das jetzt mal so von mir ausgehend, ist klar, ne? Weil ich kann ja nur für mich sprechen. Und wenn wir da bei den 1000 Euro anfangen, also das ist natürlich ein Faktor, jetzt erstmal die 1000 Euro an sich. Meine Meinung ist dazu, und das habe ich euch, glaube ich, auch am Anfang schon gesagt, ich habe diesen Wunsch der Extensions. Alles gut? Schon sehr lange. Also 10 Jahre ungefähr, eigentlich 11. Aber ja, auf jeden Fall schon lange wünsche ich mir, so eine Art Haare mal auf dem Kopf zu haben. Okay. Ich habe auch immer mal wieder geguckt und so, aber mir war das einfach alles immer zu teuer. Selbst vor 5 Jahren hätte ich niemals so einen Batzen Geld in die Hand genommen, um mir das machen zu lassen und mir mal diesen Wunsch zu erfüllen. Wisst ihr so, andere Leute geben vielleicht dieses Geld für eine Designerhandtasche aus oder für einen Urlaub oder für 3x Miete. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mich so hardcore dafür rechtfertigen will, aber mir ist natürlich bewusst, dass 1000 Euro unfassbar viel Geld sind. Aber jetzt wird es weiter runtergebrochen, okay? Das nächste ist nämlich, was bekommt man für diese 1000 Euro? Wenn man sich Extensions machen lässt, darf man nicht vergessen, woher kommen die? Oder beziehungsweise diese Frage sollte man sich immer stellen. Es gibt viele echte Haare, also es sind ja echte Haare, ne? Von einem Menschen sind die Haare. Dann muss man sich auch erstmal bewusst machen, hat man überhaupt Bock drauf, sowas auf den Kopf zu tragen oder eben nicht. Aber es gibt viele, die kommen aus Indien. Zum Beispiel aus Indien, Remi Hair heißt es dann, die Frauen kriegen keinen Cent dafür. Ne? Die spenden das nicht aus einem guten Zweck oder so, sondern es gibt da halt so ein Ritual, dass du dir die Haare abrasierst und das ist quasi wie so eine Art Reinigung. Dann wird aber das ganze Haar danach zusammengesammelt und weiterverkauft. Weiß ich nicht, ob ich da so ein Fan von bin. Finde ich schwierig, dass die Frauen dafür absolut keinen Cent bekommen und weitergehend in der Wertschöpfungskette verdient halt jeder daran, nur die nicht, ne? Das haben die alle nicht verdient, Dicke. Alles gefleckte Mädchen. Bei mir ist es jetzt so, dass die Haare aus Europa kommen und das war mir auch sehr, sehr wichtig. Dafür muss man natürlich überlegen, wenn sie aus Europa kommen und die Personen dafür fair bezahlt werden, die ihre Haare dafür spenden, also die verkaufen dann quasi ihre Haare dafür und kriegen dafür einen dementsprechend fairen Preis. War mir sehr, sehr wichtig. Dementsprechend zahlst du aber natürlich auch als Endverbraucher diesen Preis. Ne? Also da kann man nicht erwarten, dass man da irgendwie Haare für 100 Euro bekommt. Ja. Außerdem, also generell ist ja Friseur ein Handwerk. Ein Handwerk, das erlernt wird und das auch über Jahre. Den Meister zu machen ist auch nicht ohne. Also ich als Friseurin kann das natürlich sehr wertschätzen, weiß aber, dass das viele nicht können. Was ich sehr, sehr traurig finde, aber so ist die Welt halt nun mal. Die Leute wollen für 10 Euro einen Haarschnitt und beschweren sich, wenn auf einmal 11 draus werden. Also
So denke ich natürlich überhaupt nicht. Mein Mindset ist da ein ganz anderes. Für mich ist es vielleicht auch einfach mehr okay, dieses Geld in die Hand zu nehmen und für eine Friseurdienstleistung hinzublättern. Ihr müsst es immer ein bisschen vergleichen mit anderen Handwerksberufen, wo ihr weitaus mehr bezahlt. Wenn ihr da einen Handwerker zu euch nach Hause bestellt, dann zahlt ihr eine ganze Menge dafür, dass der euch vielleicht einen Popel aus der Nase zieht. Das ist auf jeden Fall keine Memme. So, ne, wisst ihr, wie ich meine? Aber es wird halt einfach nicht so sehr geschätzt. Sehr, sehr traurig, aber leider Fakt. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass für viele dieser Preis ein absoluter Schocker sein wird. Es ist für mich auch nicht normal, so viel Geld zu bezahlen, ne? Aber es ist halt einfach für mich mittlerweile okay, weil ich mir da viele Jahre Gedanken drum gemacht habe und mich dazu entschieden habe, ja, ich möchte mir diesen Traum erfüllen. Ne? Aber wie gesagt, vor 5 oder 10 Jahren niemals hätte ich so viel Geld in die Hand genommen. Never ever. Never ever ever. Hätte ich auch nie gehabt. So, wisst ihr, wie ich meine? Es ist aber wirklich ein Luxusgut, meiner Meinung nach. Und etwas sehr Besonderes. Und dass man dafür dann einfach auch mal spart und so. Ist so. Wenn man da gute Qualität auch haben möchte. Dann jetzt nochmal zu den Haaren an sich. Ich möchte euch nochmal wirklich ins Bewusstsein rufen, dass es sehr, sehr zeitintensiv ist. Sie zu waschen, sie zu stylen, sie zu pflegen. Bei der Pflege müsst ihr wahrscheinlich auch nochmal finanziell ein bisschen raufrechnen, wenn ihr gute Produkte haben wollt. Beim Shampoo ist es nicht so wichtig, meiner Meinung nach. Da geht es primär darum, dass eure Kopfhaut halt gereinigt wird und das am liebsten besonders mild. Aber ne, hier für die Längen und Spitzen, da braucht man vielleicht dann auch mal einen Conditioner vom Friseur oder so. Kostet auch Geld, darf man nicht vergessen. Denn diese Haare möchten natürlich auch gepflegt werden. Und wenn ihr lange was von diesen Haaren haben wollt, dann macht es Sinn, da auch wieder Zeit und Geld in die Pflege zu investieren. Ist halt einfach so. Muss man ja auch ehrlich sein. Was jetzt gar nicht in diese Bewertung mit einfließen kann, ist aber für mich auch ein sehr wichtiger Faktor, wie verhalten sich die Haare in den nächsten Wochen. Der ganze Bums soll ja so 8 bis 10 Wochen drin bleiben und dann kannst du es rausmachen und wieder hochsetzen lassen. Aber wie wird das? Die wachsen dann ja raus und wie verhalten die sich in meinen Haaren? Zieht es vielleicht noch mehr? Drehen die sich? Ist es dann noch schwerer, sie zu verdecken? Etc. pp. Keine Ahnung. Okay. Auch wichtig ist die Eingewöhnungszeit. Also ich habe euch ja jetzt oder mir und diesem Video und diesem Test eine Woche Zeit gegeben. Aber ich muss schon sagen, die Woche war nicht ohne. Also ich hatte euch ja erzählt, es juckt etc. mit dem Jucken, das ist jetzt schon ganz gut. Ich habe aber trotzdem schon so Pickelchen und so an den Tapes entwickelt bei manchen. Woher die jetzt kommen, ob die kommen dadurch, dass ich gekratzt habe oder ob die sich einfach entwickelt haben, weil ich vielleicht eine Allergie gegen den Kleber habe, ob sich meine Haarwurzeln entzünden etc., kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Das könnte ich, glaube ich, auch nur sagen, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und das checken lasse. Aber würde das jetzt schlimmer werden, ne? Also da müsst ihr natürlich beobachten, dann raus mit den Dingern. Raus, raus, raus. Also entzündete Haarwurzeln, damit ist nicht zu spaßen. Damit könnt ihr auch langfristig eure Haare verlieren. Aber so fühlt es sich eigentlich nicht an. Es fühlt sich so an, als hätte ich da nachts dran rumgekratzt und jetzt ist da halt so ein leichter Schorf, ne? Ja. Schön. Schönes Gefühl. Aber ist auf jeden Fall etwas, was ich beobachten würde und etwas, was ihr auch wissen sollt, dass das passieren kann, dass ihr vielleicht auch allergisch auf den Kleber reagiert oder, ne? Man weiß es halt nicht. Aber da habt ihr dann schon die 1000 Euro bezahlt. Dafür kann natürlich euer Friseur dann im Endeffekt auch nichts, ne? Das sage ich dir gleich. Ich bin generell sehr gespannt, wie der Zustand meiner Haare dann sein wird nach 8 bis 10 Wochen. Also ob ich viele verliere etc. pp. Oh, guck mal, hier ist mal eine Strähne von mir. So lang sind die. Sie sind halt so dünn, deswegen sehen die nie so lang aus. Also finde ich. Ja, und ganz juckfrei bin ich auch immer noch nicht. Manchmal juckt mir eine irgendwie und dann so am besten. Einfach draufhauen. Dann wird's besser. Brutal. Aber neben all diesen, ich sag mal, negativen Aspekten, für faule Schweine, für mich ist das alles negativ mit Zeit etc. pp. Blablabla, jucken, ich bin sehr filmschick, ich bin sehr sensibel, muss ich halt auch einfach sagen, dass ich jetzt eine affentittengeile Matte auf dem Kopf habe. Es ist ein wahr gewordener Traum für mich. Ist einfach so. Es ist wie ein Film. Und da gilt es natürlich dann für dich zu beantworten, ist es dir das wert, so viel Geld dafür zu zahlen oder eben nicht, ne? Ja. Noch eine andere Sache, nur weil sie jetzt bei mir 1000 Euro gekostet haben, heißt das nicht, dass die bei dir auch 1000 Euro kosten. Vielleicht kostet es mehr, vielleicht kostet es weniger. Es ist natürlich immer unterschiedlich. Es ist von Club zu Club unterschiedlich. Was wollt ihr? Bla bla bla, ne? Ich glaube auch ein Faktor ist, dass ich einfach in einer Großstadt lebe. Da sind die Preise, denke ich, auch nochmal andere, als wenn man jetzt zum Beispiel in einer Vorstadt lebt. Aber was mir ganz, ganz wichtig ist zu sagen, das habe ich auch, glaube ich, schon am Anfang gesagt, im Endeffekt sind es nur Haare.
die ich hier habe. Für mich ist es jetzt ein schönes Gefühl, aber ich fühle mich jetzt nicht allgemein schöner dadurch als Person oder wertiger oder sonst was, denn das ist absoluter Quatsch. Das solltet ihr komplett vergessen. Ihr solltet euch nicht diese Haare machen, um dieses Gefühl zu erzielen, weil dann fängt auch bei euch der Teufelskreis an. Was, wenn die Haare wieder draußen sind? So, könnt ihr dann damit leben? Ich weiß nicht. Ne? Ich denke eigentlich, ich werde sehr gut damit leben können, weil ich auf jeden Fall gelernt habe, meine drei Haare auf dem Kopf zu lieben. Tiago, hoch, Mio. Vor allen Dingen, weil jetzt habe ich ja nochmal den krassen Vergleich, wie geil das ist, dass ich so schnell bin im Styling, im Föhn, in allem. Ne? Dass das so ein schönes, leichtes Gefühl ist auf dem Kopf. Also es hat auch schon seine Vorteile, nur drei Haare auf dem Kopf zu haben. Ich bin mir dessen sehr bewusst und ich kann auch sehr gut trennen, dass mich das jetzt nicht wertiger als Mensch macht. Und das solltet ihr auch. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die meisten von euch das wissen. Und das finde ich auch sehr, sehr gut so. Also mein Fazit in einem Satz. Kann man mal machen, muss man aber nicht. Ihr seid geil, wie ihr seid. And that's a motherfucking period. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag wie immer. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir alles, was ihr wollt, in die Kommentare. Fragen etc. etc. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Haut rein.